Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und heute habe ich einen Fahrzeug-HUD für euch mal wieder. Und das gucken wir uns einfach mal an. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Ist halt mittig. Halt unten. Mit einer Tankanzeige und einer kmh-Anzeige. Jetzt. Gut, dann werden wir das einmal auftanken und es wird auch live aktualisiert, was ziemlich gut ist. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Installation. Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Einfach herunterladen und dann packen. So, wenn wir das Ganze dann heruntergeladen haben und entpackt haben, dann machen wir das kurz einmal. So, dann haben wir hier minus Main noch stehen. Das minus Main muss immer weg, ja. So, und dann loggen wir uns in FileZilla ein und gehen erstmal in die Server-CFG, ja, ich gehe halt in meine Extra-CFG. Gut, dann scrollen wir einfach runter und genau, fügen das Ganze hier unten einfach ein mit Start, Leerzeichen und dann müssen wir uns hier einmal den Ordnernamen kopieren und den fügen wir dann einfach hier ein. Wenn wir es gemacht haben, dann gehen wir hier nochmal auf Speichern. Und übernehmen das Ganze. Wenn wir es auch gemacht haben, dann gehen wir in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner. Jetzt heißt es nur noch Server neu starten und ihr habt das HUD installiert. Genau. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao.